Herzlich willkommen zu einem neuen Twin Flame Video. Die eine Twin Flamine macht verschiedene Dinge und die andere macht gar nichts. Eine von ihnen kommt früher in die Union. Welche und warum? Höre es dir in diesem Video an und los geht's. Fangen wir mit der Twin Flamine an, die Dinge macht. Was könnte eine Twin Flamine tun? Das, was die meisten tun am Anfang, ist den Kontakt zu Twin Flamino suchen. Übrigens, falls du neu auf diesem Kanal bist, zum ersten Mal eingeschaltet hast und dich fragst, was ich da für ein komisches Wort sage, Twin Flamino. So nenne ich hier auf diesem Kanal, so nennen wir hier auf diesem Kanal, die männliche Dualseele, beziehungsweise die männliche Energie, die göttlich-männliche Energie. Statt Gefühlsklärer oder Kopfmensch ist es hier Twin Flamino. Und natürlich hat auch die göttlich-weibliche Energie einen ähnlichen Namen. Sie ist die Twin Flamine. Ich weiß noch nicht, ob es in dem heutigen Video auch zu der oft vorhandenen Partnerin von Twin Flamino kommt. Die nennen wir nicht die Partnerin von Twin Flamino oder wie in den Kartenlegungen oft die Schlange, sondern Eva. Soweit eine kleine Einführung für die Neuen. Herzlich willkommen und jetzt geht es weiter mit der Twin Flamine, die Dinge macht. Am Anfang macht Twin Flamine sehr viel. Nach außen hin versucht sie, den Kontakt zu Twin Flamino herzustellen. Sie schreibt ihm, sie ruft an, sie fährt vorbei, sie schreibt ihm nochmal. Ach ja, was ich vergessen habe, sie scrollt seine Pinnwand auf Social Media rauf und runter, liked, kommentiert. Sie macht auch etwas, was man auch nach außen hin sieht, nämlich an sich. Sie ist sehr von der Liebesenergie, die am Anfang noch ungetrübt ist, getragen und beeinflusst und macht sehr, sehr viel für sich. Menschen in ihrer Umgebung erkennen, dass sie sogar viel weiblicher wirkt und sie selbst fühlt sich auch, wenn Twin Flamine eine Frau ist, fühlt sich auch zum ersten Mal sehr viel weiblicher als sonst. Ist die Twin Flamine, also die göttlich-weibliche Energie, ein Mann, dann fühlt sich Twin Flamine vielleicht zum ersten Mal wie ein richtiger Mann. Auf jeden Fall fühlen sich beide Geschlechter richtig wohl in ihrer Haut und zeigen das nach außen und bekommen auch Komplimente. Die Twin Flamine, ich bleibe bei dem, bei der Geschlechterkonstellation, die am häufigsten ist. Twin Flamine ist auch tatsächlich eine Frau und Twin Flamino ist ein Mann. Am Anfang geht es also so nach außen, da wird viel gemacht. Twin Flamine ist sehr aktiv, sie hat auch, falls Treffen in ihrer Wohnung stattfinden, ist die auch wie geleckt. Ne? Die Wohnung, da ist alles vorbereitet. Und wenn sie mitbekommen hat, dass Twin Flamino gar nicht so gern stilles Wasser trinkt, sondern lieber mit Sprudel, dann hat sie das auch im Haus und dann bekommt sie mit, ah, oh, er verträgt keine Laktose und dann besorgt sie laktosefreie Milchprodukte. Also sie macht ganz, ganz viel, von dem sie sich denkt, da würden doch 10 andere, würden sich doch die Finger jetzt nach mir lecken, weil ich wirklich Twin Flamino die Welt zu Füßen lege. Ich habe immer alles im Haus, bin vom Scheitel bis zur Sohle, bin ich perfekt frisiert, rasiert, gewaschen, eingecremt, eingehüllt. Ich verstehe gar nicht, warum er nicht zugreift. Und das tut Twin Flamino nicht, egal
ob er in einer Beziehung ist oder in keiner. Und egal, ob die Beziehung eine Ehe ist, also auch irgendwie rechtlich, ob es da auch so rechtliche Verquickungen gibt oder nicht, Twin Flamino greift nicht zu. Und das führt bei Twin Flamine dazu, dass sie sogar noch ein Schüppchen drauflegt. Ich bleibe heute mit dem Fokus auf Twin Flamine, also auf dir als Zuschauerin. Und bevor ich erkläre, warum du leer ausgehst, skizziere ich jetzt die Twin Flamine, die gar nichts macht. Sie ist also, diese Twin Flamine macht nicht gar nichts von Anfang an. Also alle Twin Flamines, an die ich mich jetzt hier richte, sind durch diesen Prozess gegangen, dass sie da auch noch ein Rad geschlagen hätten, wenn ihnen jemand versprochen hätte, wenn du jetzt hier ein Rad schlägst, dann kommt ihr beiden in die gelebte Union. Die jetzt skizzierte Twin Flamine ist also weiter in ihrem Prozess und sie ist zu unterscheiden von denen, die frustriert aufgegeben haben und nichts mehr tun. Das werden die meisten sein. Die meisten, die nicht mehr machen, keinen Aktionismus mehr zeigen können, was ja schon ein gutes Zeichen ist, werden eben nichts mehr machen. Das heißt, sie akzeptieren scheinbar die Kontaktstille. Viele fragen mich, ist das die Zeit der Stille? Alle hoffen natürlich, dass ich sage, ja, das ist die Zeit der Stille. Du hast es endlich da reingeschafft. Und das ist es natürlich nicht in den meisten Fällen, sondern es ist ein Zustand der Apathie, des Phlegmas. Es wird also auch nochmal ein deutsches Wort, ein Zustand der hoffnungslosen Trägheit. Von diesem Zustand ist die jetzt skizzierte Twin Flamine zu unterscheiden. Nach außen hin tun beide nichts. Das heißt, es ist kein Sprudelwasser mehr im Haus, keine laktosefreien Milchprodukte, die dann selbst getrunken oder gegessen werden müssen, weil Twin Flamino ja gar nicht mehr auftauchte. Also Twin Flamine kauft sich nicht mehr die neuesten Dessous, um jedes Mal irgendwie wie im Fernsehen oder im Kinofilm toll auszusehen. Vielleicht vernachlässigt sie sich auch, vernachlässigt in dem Sinne im Vergleich zu vorher, vielleicht vernachlässigt sie sich auch äußerlich, Haare, Make-up, weiß ich nicht, Kleidung, Gewicht, Sport, irgendwie sowas. Ihr merkt, es geht in die Richtung Hoffnungslosigkeit und auch dieses ist sehr wahrscheinlich eine Durchgangsphase, zu der Twin Flamine, zu der ich jetzt aber endlich komme, nämlich die, die auch nichts macht. Sie versucht nicht, Kontakt zu bewegen. Sie lässt sich nicht neue Nachrichten einfallen, auf die er bestimmt antworten wird. Sie guckt sich vielleicht sogar gar nicht mehr sein Social Media an. Und wenn sie guckt, dann nicht mehr mit dem Damoklesschwert über ihrem Kopf, ob sie denn was sehen wird, was ihr den Dolchstoß verpassen würde. Nicht mehr mit Schaum vorm Mund über die Wut, dass er schon wieder mit seiner Eva, dann komme ich doch zu einer Eva, also mit der Partnerin in Urlaub gefahren ist oder mit Freunden unterwegs war und das fotografieren musste und so weiter. Also wenn die Twin Flamine, von der ich jetzt erzähle, nicht mehr auf Social Media stalkt, guckt, dann schaut sie wie bei anderen Freunden auch,
wohlwollend und freut sich, hält sich aber vielleicht anders als bei anderen Freunden zurück. Und sie liked nichts und kommentiert nichts. Wichtig ist jetzt das Mindset. Du bist jetzt also soweit. Du hast das Stadium des Machens hinter dir. Du hast das Stadium des Nichtmachens, aber innerlich immer noch Leidens hinter dir. Und jetzt hast du das Stadium erreicht, in dem du nicht mehr leidest. Und kannst es auch unterscheiden von einem Stadium, in dem dir alles egal ist, weil du zutiefst hoffnungslos und depressiv bist. All das sind Stadien, in denen die Tynflamine nach außen hin ähnlich wirkt. Sie tut nichts. Sie stellt keine Fragen, sie guckt natürlich schon lange keine Orakel mehr, geschweige denn, dass sie irgendwelche Orakel in Auftrag gibt. Sie guckt auch keine Videos mehr. Sie rennt Tynflamino in keinster Weise hinterher, doch wendet sich täglich ihm in Liebe zu. Sie ist in stetem Kontakt mit ihm und hat erinnert, dass alles Leid, was sie gelebt haben, was die beiden so ausgestanden haben. Sie hat erinnert, dass all dieses Leid gemacht war. Gemacht. Ihr erinnert euch, dass ich am Anfang des Videos von der Tynflamine erzählt habe, die ganz viele Dinge macht. Und jetzt ahnt ihr schon, wo die Reise hingeht. Vom Machen passiert gar nichts. Wenn Tynflamine und Tynflamino Dinge machen, im Geist der Trennung, im Trennungsbewusstsein, kommt da nichts bei rum, außer Schmerz und Frustration. Denn der Mensch, jeder Mensch, macht Dinge nur aus einem einzigen Grund heraus, also mit einer einzigen Motivation, nämlich einen Mangel zu befriedigen. Ich mache mir mal eine Stulle. Dann habe ich einen Mangel, nämlich an Nahrung in mir. Dann habe ich Hunger und dann mache ich mir eine Stulle, um den Hunger zu stillen. Ich esse dann etwas aus einem Mangel heraus. Und das ist ganz natürlich und normal und gesund. Tynflamine aber, die sich aufhübscht und für Tynflamino zur Verfügung steht, macht auch etwas, nämlich sie hübscht sich auf und bietet sich feil aus einem Mangel heraus, nämlich aus dem Mangel an Wissen, dass sie gar nichts machen muss, um ihn zu kriegen, weil sie beide ja überhaupt gar nicht getrennt sind. Das, was Tynflamine und Tynflamino im Außen erleben, ist für beide eine Illusion. Das ist nicht real. Um das wirklich begreifen zu können, nicht nur kognitiv, sondern auch emotional, ist es wirklich sehr hilfreich, um nicht zu sagen erforderlich, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Ich biete dazu allerlei Hilfen an. Die Informationen findest du unter diesem Video in der Infobox.